Ein Mann in den sozialen Medien teilte das Foto des syrischen Flüchtlings Abdul Halim al-Attar, welcher einzelne Stifte verkaufte. Abdul Halim al-Attar ist ein palästinensischer syrischer Einwanderer. Er war im Libanon, als er versuchte, einzelne Kugelschreiber zu verkaufen, während er seine kleine Tochter auf dem Arm trug. Alles begann mit der Aufnahme dieses Fotos. Es wurde von dem norwegischen Internetjournalisten Jizur Simonarson aufgenommen und ins Internet gestellt. Dort verbreitete es sich über die ganze Welt. Simonarson zeigte einmal mehr, wie viel Macht die sozialen Medien haben können. Nachdem er das Foto auf Twitter geteilt hatte, waren sehr viele Menschen gerührt und boten dem Vater ihre Hilfe an. Der norwegische Journalist startete eine Kampagne, um Attar und seine Tochter finanziell zu unterstützen. In nur 15 Tagen kamen über $5.000 zusammen. Doch noch beeindruckender wurde es, als der Spendeaufruf aus diversen Internetplattformen geteilt wurde. In nur 30 Minuten kamen etwa $60.000 zusammen. Nach 2 Tagen war die Spendensumme bereits auf $126.000 gewachsen. Doch das größte Problem für Simonarson war es, den liebevollen Vater und seine Tochter erneut ausfindig zu machen. Nach 2 Tagen intensiver Forschung und dank der Hilfe vieler anderer hatte Simonarson endlich Erfolg. Abdul lebte zu diesem Zeitpunkt mit seinen 2 Kindern alleine und war sehr überrascht, als er hörte, dass ihm Leute auf der ganzen Welt unter die Arme greifen wollten. Er weinte vor Rührung und nach 3 Monaten waren sogar ganze $190.000 für ihn und seine Kinder zusammengekommen. Von dem gespendeten Geld gründete der 33-jährige Vater eine eigene Bäckerei. 40% des Geldes blieb der Bäckereigründung noch über. Die Geschäfte liefen gut und heute besitzt der Vater von 2 Kindern neben der Bäckerei auch noch einen Kebabladen und ein kleines Restaurant. Seine Angestellten sind alle syrische Asylsuchende. Auf diese Weise gibt er einen Teil der Spenden an andere Bedürftige weiter, welche ansonsten kaum eine Chance auf Arbeit gehabt hätten. Er selbst bedankte sich bei allen, die ihm geholfen haben, mit den Worten: "Nicht nur mein Leben hat sich verändert, auch das meiner Kinder und das der Syrer, denen ich zu einem Job verhelfen konnte." Das übergebliebene Geld spendete er an Verwandte, Freunde und Bekannte, welche sich in einer ähnlichen Lage wie er damals befanden. Bevor der Bürgerkrieg ausbrach, arbeitete er in einer Schokoladenfabrik im Süden von Damaskus. Nun kann sein 4-jähriges Mädchen sicher schlafen. Attar braucht sich keine Sorgen mehr um sie zu machen, wenn er seinen 9-jährigen Sohn zur Schule bringt oder arbeitet. Simonarson hatte regelmäßigen Kontakt zu der kleinen Familie und berichtete, dass alle 3 sehr glücklich sind und das Beste aus ihrer neuen Chance gemacht haben. Vergesst nicht, ein Like dazu lassen, falls euch das Video gefallen hat, und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für weitere interessante Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald!